Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe tatsächlich vergessen, das Intro abzufilmen, deswegen seht ihr die Clips, beziehungsweise vielleicht habt ihr schon die Clips gesehen, seht ihr auf jeden Fall jetzt gleich oder habt ihr schon gesehen, keine Ahnung, ist auch im Endeffekt egal, Freunde. Sehr, sehr viel Work am Start, heute Deep Grind Work, heute sehr, sehr viel YouTube Analytics gemacht und so weiter, Daten ausgewertet. Wir fliegen bald nach Dubai mit dem gesamten Team. Das heißt, dass wir sehr, sehr viel jetzt vorarbeiten müssen, dass wir in Dubai nicht so stressig sind, dass wir natürlich auch ein paar Tage natürlich enjoyen können und dann gleichzeitig auch entspannt wieder in die Arbeitsroutine reinkommen. Und ja, wie ihr habt gesehen, gerade eben hatte ich Calls gehabt. Dann habe ich gleich noch den Team-Call und ich sollte eigentlich heute auch wieder, wie letzte Woche im letzten Vlog, den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, zum Friseur. Das werden wir aber dann wahrscheinlich morgen tun und dann holen wir auch wieder den Autotalk raus, Freunde. Da erzähle ich euch auch wieder irgendetwas. Und ja, Freunde, so sieht es einfach aus. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Grind diese Woche, wie immer. Wir nehmen euch mit. Let's go. Wir haben vorher hier unten raus manipuliert, dann hier oben. Push. So, im Optimalfall wärst du nicht, sage ich mal, komplett bei dem Break oben eingestiegen, weil wir schon von hier eine starke Positionierung so gesehen hatten und bis hier unten dann natürlich auch Raum hin haben zum Pullback, ne? Deswegen, sage ich mal, wäre vielleicht bei dem Break, der war sehr, sehr gut und der wird auch durchlaufen, sage ich mal. TP hast du jetzt bei 195, 500, kannst du mal ein bisschen rauszoomen, dass ich mal schauen kann. Danke dir, Digga. Und dann sehen wir, was du machst zu nur, Digga. Dabei. Gehe ich einfach mal ganz schnell auch über den Chart, über die Setups, die wir hatten. Ja, GJ, die Setups, die wir hatten, sind perfekt aufgegangen. Du weißt, damit du dir diesen Stress nicht gibst, setzt du dich einmal die Woche hin und machst für die ganze Woche Videos. So nach dem Motto, weißt du? Genau. Und so weiter. Das heißt, du entwirfst für dich eigene Methoden, die dir dabei helfen, einfach effektiver zu sein und besser zu sein und dass Probleme halt eben nicht auftauchen. So als Beispiel wie, du weißt, wenn dir heute ein Supplier abspringt, dann wirst du immer drei Nummern haben als Backup, falls es nochmal passiert. So nach dem Motto und so weiter und so weiter. Ne? Und die Probleme, die du jetzt hast, du musst es nicht. Du bist ein eigener freistehender, individueller Mensch, der die Möglichkeit hat, das zu tun, was er möchte. Und wenn du anfängst, Erfolg und alles zu priorisieren, dann wirst du auch, so gesehen, dein Leben daran anpassen müssen. Und das heißt, dass du nicht mehr, wenn einer sagt, spring, dass du dann springst. So, wisst ihr, wie ich meine? Und das ist sehr, sehr wichtig auch zu realisieren. Auch wenn beispielsweise, keine Ahnung, deine Mutter zu dir sagt, du musst eine Ausbildung machen, du musst gar nichts. Du musst ein Studium, ich muss gar nichts. So, ich muss gar nichts. Ich mache das, was ich möchte. Und ich hoffe, dass ihr natürlich die richtigen Dinge priorisiert und nicht nach dem Motto, ich muss gar nichts und ich chill jetzt zu Hause und bin Hartz-IV-Empfänger, Bio und Fußball. Sondern, dass du wirklich ordentlichen Shit machst und Erfolg anstrebst. So, Freunde, neuer Tag ist angebrochen. Gestern war länger als gedacht. Wir waren noch bis 11 Uhr abends hier im Office, mussten noch sehr, sehr viele Dinge erledigen. Und heute Morgen muss ich auch sofort früh raus, wie ihr schon sehen könnt. Bisschen schicker angezogen, hatte ich ein Meeting gehabt. Jetzt gleich springe ich aber wieder sofort natürlich in meine entspannten Klamotten, weil ich muss gleich zum Friseur, damit meine Haare wieder fresh sind, dass ich auch vor der Kamera ein bisschen ordentlich aussehe wenigstens. Und dann gleichzeitig natürlich ins Gym, genauso wie letzte Woche. Und ich denke mal, dann machen wir gleich auch direkt einen Autotalk. Gleich beantworte ich noch die Fragerunde bei Instagram. Dann beantworte ich hier noch ein paar Fragen, die ihr mir gestellt hattet. Für diesen Vlog beantworte ich auch nochmal hier in diesem Vlog und ansonsten ist heute viel, viel Deep Grind am Start. Ein paar Sachen, ja, ausarbeiten, ein paar Texte schreiben und so weiter, Skripte, dies, das und jenes. Also wie immer, Freunde, einfach Grind, Grind, Grind. Also, lange Rede, kurzer Sinn, let's go. Wirtschaftsnachrichten, die rausgekommen sind, also die Zinssenkungen und der Aussage von Powell, dass Geld gedruckt wird, wann auch immer die wollen, wann auch immer es nötig ist. Ist Gold einfach immer noch extrem bullish und wird auch weiterhin bullish sein. Wir haben ja mittlerweile schon 2650 erreicht, also ist schon extrem, extrem hoch. Aber wir haben auf jeden Fall durch diese Aussagen noch Raum nach oben. Deswegen, checkt das alles ab. Es führt einfach nur dazu, dass ihr besser werdet und umso besser ihr werdet, umso besser wird alles in eurem Leben. Also, let's go. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg ins Gym und zum Friseur. Also erstmal zum Friseur, dann ins Gym, genauso wie letzte Woche. Und ich hatte mir für diese Fahrt und diesen Talk hier auf dem Weg zum Friseur ein gewisses Gesprächsthema ausgesucht. Und zwar dieses Thema darum, dass man einfach nicht daran vorbeikommt, dass es schwierig wird, Erfolg zu haben oder erfolgreich zu sein, etwas aufzubauen und so weiter.
viele Leute sind am struggeln, viele Leute haben Probleme, aber ihr müsst euch immer vor Augen führen, dass ihr diese Probleme jetzt habt und später werden diese Probleme, wenn ihr sie einmal gelöst habt, kommen diese Probleme in Zukunft hoffentlich nicht mehr wieder, beziehungsweise werden einen nicht so stark belasten. Das heißt beispielsweise, hatten wir gestern im Team Call ein gutes Beispiel. Du bist Modedesigner und dein Supplier sagt, ey, wir können dir leider keine T-Shirts mehr schicken, unsere Produktion steht still. Und du denkst dir, fucking shit, was soll ich machen? Oh Mann, alles geht im Bach und bla bla, was auch immer. So, das ist aber nur das erste Mal so. Beim zweiten Mal wird es anders sein. Du wirst 3 Supplier auf Kurzwahl haben, falls dieses Problem nochmal auftauchen sollte, wenn du es schlau machst. Warum? Weil du proaktiv dagegen vorgehst. Du löst nicht einfach nur das Problem jetzt, sondern du sorgst auch dafür, dass du in Zukunft nicht mehr in so eine Situation kommst. Und das ist das Wichtige, Freunde. Nicht einfach nur Probleme lösen, sondern auch Präventionsmaßnahmen auffahren, damit du in Zukunft nie wieder dich mit sowas beschäftigen musst. Beziehungsweise, falls es kommen sollte, was natürlich des Öfteren immer mal wieder passiert, dass dieselben Probleme wieder auftauchen, dass man auf Knopfdruck eine Lösung parat hat. Das ist das Wichtigste, Freunde. Und natürlich, das Durchhaltevermögen, weil letztendlich kommst du nicht daran vorbei, dass es schwierig wird, in egal welcher Branche. Du hast deine eigenen individuellen Probleme, ob sie mental sind, unternehmerisch gesehen oder irgendetwas nicht klappt, nicht beim ersten Mal nicht geklappt hat, was auch immer. Du wirst immer Probleme haben und es wird nie einfach sein und keiner wird es für dich tun. Du bist der Einzige, der es für dich selber tun kann und muss. Keiner wird es für dich tun und es wird auch niemals leichter. Das musst du verstehen. Das musst du verstehen, weil anders funktioniert es nicht. Es gibt keinen einfachen Weg nach oben. Es gibt keinen leichten Weg zum Reichtum, zu etwas, was lebenswert ist. Gibt es nicht. Es gibt keine Abkürzungen oder sonstiges. Du musst verkaufen lernen, du musst dies lernen, du musst das lernen, egal was, je nachdem natürlich in welcher Branche du bist. Aber du brauchst diese grundlegenden Skills und du musst dich damit beschäftigen. Du musst deine eigene Psyche unter Kontrolle haben und so weiter. Und das alles muss man durchleben, um diese Erfahrung zu sammeln, um diese mentale Reife zu sammeln, um dieses Knowledge zu sammeln, um danach letztendlich auch wirklich etwas Gutes umzusetzen und nicht einfach nur irgendeinen Shit nach dem Motto, ja, okay, ich fange jetzt an, ich baue mir jetzt eine Modebrand auf oder was auch immer und ja, und dann printest du halt einfach irgendein random-ass Logo auf irgendein T-Shirt und denkst, wenn du jetzt deinen Instagram-Account aufmachst, 2-3 Bilder postest, dass du dann viral gehst und jeder kauft es. So, nein, du musst 100 Videos posten. 100 verschiedene Designs machen, bis eins hittet, dann wird jemand auf dich aufmerksam und dann geht es immer so weiter, dann wird deins mal getragen von irgendeinem Influencer, dann passiert dies, dann passiert das, dann geht ein Video viral, dann kommt eine neue Kollektion, genau zum Sommer passen beispielsweise, weil du dir auch natürlich Gedanken gemacht hast dazu oder irgendwas anderes, irgendwelche anderen Situationen, Back to School Sale, was auch immer, es gibt so viele verschiedene Methoden, Strategien, wie man Sachen angehen kann, umsetzen kann, man muss wirklich einfach nur bereit sein, die Arbeit reinzustecken, zu forschen und einfach nur Gas zu geben. Das ist wirklich das, was letztendlich notwendig ist. Wie gesagt, keiner wird es für dich tun, keiner wird sich hinsetzen und den Strategienplan für deine Modemarke, fürs Marketing ausdenken. Du musst es tun. Vor allem jetzt am Anfang, wenn du wirklich noch in den in den Kinderschuhen im Unternehmen bist. Wenn du später natürlich größer wirst, hast du vielleicht andere Dinge, die du da, sage ich mal, tun musst. Operative Dinge oder strategische Dinge im großen Stil, sage ich mal, wo das Unternehmen generell in die Richtung hingeht und so weiter. Oder du hast das letzte Machtwort, was auch immer es ist. Aber am Anfang bist du für alles zuständig. Deswegen musst du alles lernen. Und ein guter Unternehmer, ein guter CEO, ein guter Boss, ein guter Chef, was auch immer, kennt jeden Bereich genauso gut wie seine Mitarbeiter, so nach dem Motto, natürlich nicht genauso gut, aber du solltest jeden Bereich kennen, damit du immer nachvollziehen kannst, was ist machbar und was nicht. So beispielsweise ich kann Videos bearbeiten, ich kann Videos aufnehmen, ich kann Marketing, ich kann Copywriting-Texte schreiben, ich kann dies, ich kann das, so das ist, weil ich das alles beispielsweise selber machen musste damals. So, und wenn wir jetzt Leute dafür haben, ist es Luxus, vor allem wenn die es dann gut machen, das ist Luxus, aber trotzdem sollte man es selber beherrschen, vor allem wie gesagt, wenn du noch nicht bei, keine Ahnung, 50 Mitarbeiter, was auch immer bist, ne? Ist es halt eben meistens so, dass man sehr, sehr viel selber machen muss. Und ich habe da auch einen guten Spruch, an den ich wirklich sehr, sehr fest glaube. Vor allem, wie gesagt, wenn es um größere oder beziehungsweise wichtigere Dinge geht, als jetzt wie beispielsweise, keine Ahnung, irgendwelche kleineren Dinge wie ein Shortform-Video oder was auch immer. Wenn du es perfekt haben willst, dann mach es selbst. Das ist eine Message, die ich jedem einfach ans Herz legen kann, ist dann einfach selber zu grinden, selber zu machen. Man kommt nicht an irgendwelchen, sage ich mal, Hürden vorbei. Es gibt keine Abkürzungen. Es gibt auch
nichts, was dich dabei wirklich so heftig unterstützen kann, außer du holst dir Hilfe, indem dir jemand, wie gesagt, bei manchen Themen hilft, indem du die Erfahrungen kaufst oder was auch immer. Sowas gibt es natürlich. Aber grundlegend musst du immer selber die Erfahrung machen, die Fehler machen und so weiter. Und ja, so läuft das Spiel letztendlich, Freunde. Es gibt dafür eigentlich nur, sage ich mal, Boosts oder, sage ich mal, kleine Pushes oder Sprungbretter. Das sind dann gutes Knowledge, was man sich dann vielleicht kauft, Coaching, Mentoring, was auch immer es ist, Programm, scheißegal, sowas vielleicht. Aber trotzdem macht man dann immer noch dieselben Fehler und man muss sie für sich selber machen und für sich selber verinnerlichen, für sich selber realisieren. Und ja, man kommt letztendlich nicht daran vorbei. Wie gesagt, ihr seht's, Freunde. Ich bin schon an einem ganz anderen Standpunkt als die meisten, würde ich behaupten. Aber für mich ist es trotzdem immer noch hart. Ich muss immer noch grinden, ich muss immer noch tun, die ganze Zeit, durchgehend. Manche Leute würden sagen, wenn sie an meinem Stand sind, würden sie schon aufhören zu arbeiten, ihr Leben genießen, so nach dem Motto, ja, das ist vielleicht deine Sache, aber das ist auch dann höchstwahrscheinlich der Grund, warum du eben nicht da bist, wo ich jetzt bin. Oder wo andere Leute, die meilenweit vor mir sind, bist. Ja, das ist das Ding. Und genau deswegen machen wir auch diese Vlogs, um eben diese Transparenz zu bieten, wie der wirkliche Grind dann auch letztendlich immer aussieht. Ne? Ja, damit die Leute in so einer, sage ich mal, Welt, die sehr, sehr stark blendet, auch wirklich einfach mal zeigt, wie es dann auch aussieht. Ne? Und dafür wird es dann einfach mal Zeit, dass sowas kommt. Und genau deswegen nehme ich mir auch die Zeit, so einen Talk hier zu führen, um euch einfach diese Life-Lessons mitzugeben. So, und es ist genauso wie, also ihr müsst euch vorstellen, ich hätte gerne damals so ein Video, wie ich es jetzt mache, hätte ich damals gerne gehabt. So, das ist genauso wie dieses Prinzip. Damals haben mir die Leute immer gesagt, beziehungsweise ich habe es irgendwo in Videos und sowas immer gesehen, enjoy the process, genieß den Prozess auf dem Weg nach oben und dann bist du broke und du bist am Ende und du denkst dir, Junge, wie soll ich das genießen, wie soll das funktionieren? Natürlich denkt man sich das, aber im Nachhinein habe ich es verstanden und jetzt sage ich es genauso, genieß den Prozess, mach weiter, lass dich nicht kaputt machen und so weiter, weil es notwendig ist, dass man diesen Prozess anfängt zu lieben, weil du den Schmerz lieben musst, weil du durch den Schmerz das erhältst, was du möchtest. Und das ist dann Reichtum, Erfolg, Aufsehen, was auch immer es ist. Das kriegst du nur durch Schmerz oder eine gute Beziehung mit deiner Frau. Schaut euch die Videos an, die ich hochgeladen habe. Da rede ich auch immer wieder über diese Themen, dass man sich an den Schmerz gewöhnen muss. Der Schmerz, du musst ihn lieben. Und morgens früh aufzustehen, du hast keinen Bock. Und dann trotzdem aufzustehen und zu grinden und den Schmerz zu durchleben und ihn dann zu lieben. Gleichzeitig dann aber im Hinterkopf zu haben, Digga, ich bin der biggest Hustler. Ich bin der krasseste Typ. Ich hatte keinen Bock, ich habe nicht dies, ich habe nicht das, aber heute werde ich trotzdem hier sein, beziehungsweise ich sitze gerade trotzdem hier, bin am Grind und tue alles dafür. Und das gibt dir wiederum Dopaminkick und macht dich selber stolz auf dich selbst. Und dann willst du weitermachen und dann läuft es im Kreis und du machst es immer wieder und immer wieder, immer wieder. Irgendwann ist es eine Routine, dann ist es ein Lifestyle und so weiter, Freunde. Lange Rede, kurzer Sinn. Grind, grind, grind. Einfach nur grind, Freunde. Gebt Gas. Also ich weiß nicht, was es sonst noch so gibt. Ihr arbeitet im Endeffekt ja trotzdem 8 Stunden oder was auch immer in einem Vollzeitjob mit eine Stunde plus minus, sage ich mal, An- und Abfahrt. Ja, und deswegen, so, ihr seid ja sowieso mehr als die Hälfte des Tages am Grinden, am Arbeiten, halt für jemand anderen, aber dann macht es wenigstens halt für euch selber. So, jetzt mal Real Talk. Das müsst ihr realisieren, weil diese 8 Stunden, 9 Stunden, wie viel auch immer ihr investiert in eurem Job, wenn ihr wirklich jeden Tag so viel Zeit in irgendeinen Skill investieren würdet, Content Creation zum Beispiel, ein simpler Skill, kann man easy lernen in dem Sinne, braucht man nur ein bisschen gutes Auge für, das kannst du so in 0,nix lernen und dir ein Einkommen aufbauen, was auf jeden Fall Minimum so hoch ist wie das, was du jetzt verdienst. Und so sieht's aus, Freunde. Und deswegen, jetzt würde ich sagen, ich bin beim Friseur angekommen und jetzt hole ich mir erstmal einen freshen Cut. So, Freunde, fertig mit Haare schneiden. Hat sich ein bisschen gezogen, muss ein bisschen länger warten, aber egal, halb so wild. Jetzt geht's ins Gym und ich vermute mal, dass ich mit Gym jetzt eine gute Arm-Session ballern werde. Und der Herbst ist auch schon hier angebrochen, Freunde, es regnet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde einfach Regen richtig, richtig nice. Ohne Regen kann einfach nichts wachsen, deswegen, auch falls ihr schlechte Zeiten im Leben habt, seht es wie Regen, denn das müsst ihr durchmachen, um zu wachsen, Freunde. Ganz einfach. So, also wie gesagt, immer Probleme wie Regen sehen und durch Regen wächst alles. Und ich finde auch einfach, dass wenn es regnet, einfach so eine entspannte Atmosphäre herrscht und man einfach viel geiler auch arbeiten kann, man kann viel geiler nachdenken, man ist einfach kreativer, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Freunde, bei mir ist es so,
Ich mag es, wenn es regnet. Und natürlich mag ich es nicht, wenn ich im Regen draußen rumlaufen muss. Natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt einfach mal im Büro sitze oder hier gerade im Drive einfach mal ein bisschen cruise, sage ich mal, eine kleinere, eine kürzere Strecke fahre, dann ist Regen schon einfach richtig entspannt. Feier ich mies. Freunde, ich hoffe, das war euch auch so. Das zeigt im Endeffekt einfach nur, dass ihr es auch mögt, eingeschlossen zu sein, dass man nicht rausgehen kann, ackern kann, grinden kann und so weiter, Freunde. Ja, wir sehen uns spätestens im Gym oder nach dem Gym. Der perfekte Short Entry gewesen und den habe ich auch beispielsweise genauso genommen. Ich habe hier in dem Fall dann 50 Pips Stop Loss gehabt, 50 Pips genau, damit war auch diese Wiki so abgesichert und dann 150 Pips getargetet, 1:3 Trade, ganz ganz easy und der lief dann auch einfach durch. So Freunde, Call ist done. Wir haben gerade eben noch mit Tobi auch nochmal ein paar Sachen gemacht. Ja, heute ist ein bisschen slow im Büro, ein bisschen leise. Charlene ist in Bayern, muss da was machen und Panos in Portugal. Und die anderen zwei sind auch noch unterwegs und bin ich heute auch ziemlich solo, sage ich mal, mit Tobi im Office, aber kein Thema. Ruhiger Tag, Deep Grind, ganz entspannt, gerade den Call gehabt, heute später noch den Team Call, dann habe ich später noch eine Session mit Jam, machen wir Boxtraining. Ja, und gleich wird das YouTube-Video hochgeladen. 17 Uhr kommt das Video hoch, warum 17 Uhr, das ist anscheinend die beste Zeit, wo wir die Videos hochladen können, dann haben wir immer die besten Views und so weiter, auch für euch einfach Knowledge, einfach ein bisschen mal zu schauen, Leute sagen, es gibt nicht die bestmögliche Zeit, um YouTube-Videos hochzuladen, wir haben sehr, sehr viel getestet, bei uns selber und bei Kunden auch schon und haben einfach erkannt, dass die Uhrzeit doch Sinn ergibt. Warum ergibt die Uhrzeit Sinn? Weil wenn du jetzt ein Video beispielsweise um 1 Uhr morgens postest, dann kommt es um 1 Uhr morgens in den Algo rein, aber in der Zwischenzeit, sage ich mal, bis jemand wirklich dann am Handy ist, 12 Uhr bei der Mittagspause, 15, 16 Uhr nach der Arbeit, wann auch immer, haben schon etliche Leute auch sehr, sehr viel Content schon rein gepostet und hochgeladen und so weiter. Und dann könnte es sein, dass wenn dein Content nicht so relevant ist, dass er dann schon wieder untergeht in dieser Masse. Und deswegen spielt das schon eine Rolle. Und ja, Video hochgeladen, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Es ist schon online, schaut es euch auf jeden Fall an. Jung und hungrig, ist ein richtig geiles Video. Und ja, jetzt gleich habe ich noch Call. Und dann machen wir noch ein paar Checkups wieder, dass ein paar Sachen stehen, dass da alles wieder rund läuft. Und so sieht's aus, Freunde. Wie gesagt, und danach noch die Boxing-Session mit Jam. Und ja, was geht ab, Freunde? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet alle eine erfolgreiche Woche. Ich hoffe, ihr habt alle nice Trades genommen. Weiterhin am Long pushen. Wir nähern uns immer weiter. Die Idee ist super aufgegangen, dass wir hier den Pullback kriegen, Liquidität hier mitnehmen, uns repositionieren, sind hier stark long gepusht, haben hier die Liquidität abgeholt und wir sind auf super Wege. Hier oben unsere Zone, die wir die ganze Zeit angepeilt haben mit dem Long, um da dann zu shorten, sind wir super auf dem Weg dahin. Neuer Tag, neues Glück, Freunde. Gestern habe ich leider nicht mehr geschafft, weil ein paar Sachen dazwischen gekommen sind, noch das Gym abzufilmen und die Fragerunde. Deswegen mache ich das heute, aber schaut euch mal hier an. Wir haben schon seit sehr, sehr geräumiger Zeit hier bei GJ in den Call gehabt, dass wir bei 196 ungefähr shorten werden. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal. Und dann könnt ihr hier sehen, wie wir perfekt den Entry geholt haben. Gestern noch im Call darüber gesprochen und hier perfekt dann doch noch die Order platziert. Erstmal wollte ich keine Order platzieren, habe dann letztendlich doch eine über Nacht gemacht. Ja, habe mich für knapp 160 Pip Stop Loss entschieden über dem psychologischen Level. Ja, mal gucken, wo der Trade jetzt hingeht. Wir sind jetzt gerade ja, knapp über 450 Pips im Profit, beziehungsweise 450 Pips im Profit. Und hier auch genau dasselbe wieder mal wie bei US30 und bei Gold. Auch wieder auf den Pip perfekt gehittet. Super Trade, sauber durchgelaufen. Und so sieht's aus, Freunde. Jetzt steht für mich noch ein bisschen was an. Ich muss noch ein Konzept ausarbeiten. Wir haben ja, ein neues Projekt am Start, beziehungsweise einen neuen Partner, der in der Automobilbranche aktiv ist. Und dafür muss ich mir ein bisschen jetzt was überlegen, ein bisschen was dazu aufschreiben. Dann, wie gesagt, steht Dubai jetzt an, deswegen müssen wir noch sehr, sehr viel vorrecorden und so weiter, sehr, sehr viel vorarbeiten, dass wir ja, alles hier abgedeckt haben in dem Sinne. Und ja, und dann gehen wir gleich, denke ich mal, durch die Fragerunde. Und danach nehme ich euch wahrscheinlich auch wieder mit ins Gym, beziehungsweise das ist wieder davor, beziehungsweise gestern hat es ja nicht geklappt, aber heute wird es klappen hoffentlich. Ja, und dann würden wir sagen, einfach mal grind, Freunde. Let's go. Intensive Work-Session gehabt. Einige Stunden sind vergangen. Gleich geht's für uns ins Gym. Aber bevor wir ins Gym fahren, habe ich uns noch hier mal die paar Fragen rausgesucht.
die ich jetzt einfach hier beantworte. Ich habe jetzt nicht zu viele oder zu tiefe Fragen genommen, einfach nur aus dem Grund, weil ich jetzt nicht hier 15 Minuten vom Vlog mit Fragen beantworten füllen will. Sollte, denke ich, klar sein. Aber wir kommen einfach zur ersten Frage und die ist es: Meinung zur Aussage, macht Geld glücklich? Also, Geld macht an sich nicht glücklich. Es ist ja klar, dass Geld an sich nicht glücklich macht. Ein Stapel Papier vor dir macht dich nicht glücklich, genauso wie Riesenzahlen auf irgendeinem Bildschirm dich nicht glücklich machen. Aber das, was mit dem Geld kommt, das, was du dir damit ermöglichen kannst, was du den Leuten geben kannst, um die Leute glücklich zu machen, deine Familie und so weiter, deine Familie befreien aus einem 9-to-5-Job und was auch immer, das ist das, was letztendlich glücklich macht. Oder einfach nur das Geld nehmen und damit dann Erfahrungen zu bezahlen. Erfahrungen, die man dann letztendlich erlebt, ob es ein schöner Urlaub ist oder ob es dies oder ob es das, egal was. Geld öffnet dir theoretisch gesehen jede Tür. Egal, wo du hin willst, natürlich nicht zur Liebe und zur Freundschaft und so weiter. Aber ich meine jetzt einfach nur von den Erlebnissen her. Und deswegen macht es auf einer gewissen Art und Weise auf jeden Fall glücklich, ja. Weil ich denke mal, warum fährst du beispielsweise, weiß ich nicht, in den Urlaub, weil du dann im Urlaub glücklich bist, Spaß hast und ja, es dich erfreut. Und deswegen fährst du in den Urlaub. Und hättest du mehr Geld, könntest du 10-mal in den Urlaub fahren. Du könntest konstant durchgehend im Urlaub sein und so weiter. Deswegen. Und natürlich sind dann mal, ist mit Geld auch gleichzeitig die Freiheit, die da einfach mitkommt, die auch wieder glücklich macht und die Freiheit, einfach alles zu tun, das, worauf man Bock hat. Und wenn man kein Geld hat, muss man immer etwas tun, worauf man eigentlich keinen Bock hat, wie beispielsweise an der Maschine zu stehen oder was auch immer. Ne? Genau. Die nächste Frage war, Kurzfilmproduktion, Nische gut? Kurzfilmproduktion, Nische, je nachdem in, ja, in welchem Ausmaß beziehungsweise in welcher Nische du dich da intern befindest, machst du Kurzfilme für Unternehmen, die dann beispielsweise, weiß ich nicht, Bewerbungsvideos oder sowas machen, dann auf jeden Fall gut. Oder meinst du jetzt Kurzfilm-Nische, dass du vielleicht zu YouTubern gehst und sagst, ey, lass uns mal einen Kurzfilm über dich abdrehen, erzähl mal kurz deine Story oder was auch immer. Es gibt verschiedene Bereiche in dieser Kurzfilmproduktion. Grundlegend ist es aber auf jeden Fall richtig, richtig geil. Kann man gut machen, wenn du die Ressourcen dafür hast und das nötige Auge, natürlich die nötige Kreativität. Kann man damit ja, sehr, sehr gutes Geld verdienen, geile Projekte umsetzen und lohnt sich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man muss dann halt genau schauen, wie, wo, was tust du. Ne? Oder halt bist flexibel und du machst alles und du nimmst jeden Kurzfilm in dem Sinne. Dann ist natürlich mehr Arbeit, aber dann auch mehr Geld. So, und dann habe ich noch, wie viele Trades diese Woche genommen? Ich habe diese Woche 4 Trades genommen. Und das ist direkt übergreifend mit der nächsten Frage. Ja, Trade ist nach Marktwissen und so weiter, aber was oder beziehungsweise worauf basiert deine Strategie wirklich? Es ist ja klar, dass genauso wie ich jetzt die anderen Trades hier, die ich gestern im Live-Call runtergebrochen habe, dass ich die jetzt nicht einfach hier auch im Live zeige und dann nochmal analysiere und so weiter, ist ja auch, denke ich mal, klar. Letztendlich sind Leute da, die haben für dieses Wissen bezahlt und so weiter, deswegen kann ich nicht einfach hier alles kostenlos rausgeben. Das wäre unfair denen gegenüber und unfair mir gegenüber, weil ich habe die Zeit reingesteckt, um das zu lernen und so weiter, deswegen, Freunde. Ja, 4 Trades diese Woche genommen, der GJ-Trade war der 4. Trade und ja, worauf meine Strategie basiert? Marktwissen, Freunde. Verstehe einfach den Markt mit qualitativem Wissen und Patches.